Picho, bist du hier? Picho! Der beste Guerriero der Welt! Na, scheiß Technik! Wir sind fast so weit. Danny, komm mal! Mach dich bereit, Yara. Ich komme hart und schnell. Willkommen bei Radio Libertad. Marquesa hat das Internet gesperrt, also nehmen wir das Radio, um Libertad eine Stimme zu geben. Aber Yaras uraltes Netz macht mir einen Strich durch die Rechnung. Das ist von, was weiß ich, 1993. Diese roten Antennenturmdinger in der Gegend senden das Signal, aber die meisten sind defekt oder zeigen in die falsche Richtung. Ich habe alles markiert, was repariert werden muss. Reparierst und drehst du sie? Für unseren Traum? Wir geben ja. Habe ich dir je gesagt, dass ich dich liebe, Danny? Was hast du für mich markiert? Harbinger. Die Soldaten stehen mir im Weg. Geh weiter! Wenn ich aufwärts...
Antenne hat's schafft. Bleiben noch zwei. Das nenne ich Improvisation. Okay, Bicho, was hast du markiert? Bicho, ich bin bei deinen Wohnungen. Oh, da wird Improvisation zur Kunstform erhoben. Sie haben das Stromnetz angezapft, aber eine ihrer Schaltungen ist durchgebrannt. Das unterbricht die Stromzufuhr zu einer meiner Antennen. Geh aufs Dach und finde sie, por favor. Folge meinem blauen Graffiti bis zum Kontrollraum da oben. Er ist verschlossen, aber das hat dich noch nie aufgehalten, oder? Noch nie, Bicho. Scheiße, ja! Radio Libertad wird Yara mit der Wahrheit erleuchten. Kein Strom. Ich muss mir die Kabel da oben ansehen. Da ist der Fehler. Esperanza, mach dich bereit für Radio Libertad. Noch ein Ton, dann kann Radio Libertad loslegen.
Giovanni! Alles gut bei dir? Ja, bin beim Tom am Café Tasso. Warum? Klingst ein bisschen gestresst? Ein Kumpel von mir kennt jemanden, der Telefonkarten auf der Straße verkauft. Er meinte, Marquesa hat einem die Eier abgeschnitten, weil er ohne Genehmigung der Kulturministerin ein Mural gemacht hat. Hm, kriegst du kalte Füße? Ach, Quatsch. Marquesa kann mich mal. Aber wenn sie mich holen kommt, dann passt du auf meine Eier auf, okay? Okay, Beatrice Graffiti. Das neue Element muss ganz oben sein. Das wird das Signal verstärken. Alles klar, Bicho. Radio Libertad kann auch Sendung geben. Donnie, gut versucht, aber Marquesa stört meine Signale. Sie übertönt mich einfach mit dem Sackgesicht ab Ton. Oh, scheiß 2G-Verbindung. Mach die Störsender an der Gipfelstation Taino platt und die großen Schüsseln, die unsere Signale blockieren. Antennen, die verschiedenen Kampf auf dem Turm und bitte, dass wir ein Überladungsfeuerwerk sehen. Beecher? Hallo. Beecher. Gut wie neu. Störer müssen weg. Augen auf, Danny. Thank you.
Ich sollte zuerst den Störsender auf der Schüssel ausschalten. Von dem Dreck. Ja, da ist der Turm. Ich muss auf den Turm steigen. Ich muss den Schalter am Verstärker umlegen. Sender der Libertatsrevolution von unseren Herzen in eure Ohren trägt. Hier gibt's kein wahre und falsche Jarana-Scheiß. Hier gibt es nichts als die Wahrheit. Und coole Beats. Apropos, hier ist ein Klassiker von Maximas Matanzas, um warm zu werden. Dani, hast du mich gehört? Ja? Habe ich mich gut angehört? Ja, oldschool, aber erste Sahne, Bicho. Das wird Talia gefallen. Paolo wird durchdrehen. Hast du es Clara schon erzählt? Nein, weil ich gerade mit dir rede. Genieß den Moment, Bicho. Ich habe die Macht! Scheiß auf Maria! Ich werde Castillo, unser Radio Libertad, in die Fresse donnern! Unsere Musik, Libertads Message, die Meinungsfreiheit siegt! Viva Libertad! Scheiße, ja, Bicho! Viva Libertad!